Willkommen zu unserer Show. Ja, das ist ja der Realismus versus Abstrakt. Ja, hallo, ich bin Stuart Jeffka. Ich bin der abstrakte Künstler von unserem Grüppchen hier. Ich bin der Jan. Ich bin hyperrealistischer Maler und ich bin 25 und ich male Bilder mit Ölfarbe. Vor einem halben Jahr hast du mir gesagt, Kollege, im Benno-Haus ist eine Ausstellung. Ich habe gesagt, okay, cool, die machen wir zusammen. Unsere Ausstellung heißt Abstraktion versus Realismus. Und das haben wir so gestaltet, weil wir uns gedacht haben, dass der Hyperrealismus, also diese Porträts, die Jan macht und meine Bilder sich sehr unterscheiden und dadurch einen interessanten Kontrast bilden. Ich bin so zur Kunst gekommen, indem ich als Kind immer gemalt habe und meine Eltern haben mich auch immer wieder mal zu so kleinen Kunstkursen geschickt. Ich habe das aber nie studiert und habe mich dann immer weiterentwickelt auf größere Flächen, von Hausmauern bis auf größere Leinwände. Und bin jetzt in letzter Zeit auch umgestiegen auf plastische Kunst. Ich habe mein ganzes Leben schon gemalt und gezeichnet, einfach sehr viel. Und dann irgendwann habe ich meinen, ich nenne es mal Fetischismus, für Ölfarben entwickelt. Und seitdem mache ich Foto bzw. Hyperrealismus. Ich lasse mich durch verschiedene Sachen inspirieren, aber hauptsächlich wahrscheinlich, würde ich jetzt mal so sagen, Film und vielleicht andere Künstler oder die richtigen Leute, die um mich herum sind, würde ich so behaupten. Und bei den Bildern ist es eigentlich relativ free flow, dass man sich einfach davor stellt und einfach drauf loskritzelt und dann wird eigentlich immer was draus. Auf geistreiche Ideen komme ich meistens alleine, in der Tat ohne recht viel äußerliche Inspiration, einfach wenn ich zu Hause am Tisch sitze oder im Bett liege morgens noch. Ich denke nach und komme auf Ideen. Manchmal ist das sogar so ein richtiger Ideenflow, der kommt. Das macht auf jeden Fall Bock, weil das passiert nicht alle Tage. Also ich habe ein paar Lieblingswerke, würde ich jetzt mal behaupten. Also manche, die ich auch schon eine halbe Ewigkeit durch die halbe Weltgeschichte mit rumgeschleppt habe. Die Krokodile auf den Fahrrädern sind vor beinahe 8 Jahren in Florida entstanden und der Bär auch, der beim Angeln ist. Aber ich mag eigentlich ihn, er ist einer von meinen Lieblingsdingern auch. Von mir mag ich ganz gerne das Bild Embraced. Das sieht für mich nicht nur nett aus, sondern hat für mich auch einen Inhalt, ein Potenzial. Und von Stu mag ich ganz gern die Kleinen, in der Tat, die kleinen Bilder. Ich habe kein konkretes, aber die kleinen Bilder oder die, die er mal größer gemalt hat und klein skaliert hat, die gefallen mir echt ganz gut. Ich nutze Ölfarben auf Leinen, also Leinwand hauptsächlich. Manchmal aber auch Aquarell auf Papier, wenn ich kleinere Sachen mache, auch relativ realistisch. Für Auftragsarbeiten auch gerne mal Kohle oder Pastell oder solche Sachen. Ich glaube, der ästhetische Kontrast, der durch den Titel unserer Show entsteht, ist einfach, weil es einfach genaue Gegenteile sind und die überhaupt nicht matchen und normalerweise nie so ausgestellt werden würden. Es sind zwei recht unterschiedliche künstlerische Stilrichtungen. Die eine realistisch verliert sich im Detail, die andere ist relativ expressionistisch. Aber was sie gemeinsam haben, ist, dass sie beide figurativ sind. Und somit ist es irgendwo doch wieder vergleichbar.